Ja, hi Leute, da bin ich mal wieder. Wir sind künftig nicht zu Hause und drehen einen kleinen Teil von dem Video noch, weil das Video, was ich jetzt mache, das war so ein kleiner Soundvergleich zwischen E46 M3 mit gemachtem Auspuff, mit meinem M3 E92 und dem M4 vom Wolf. Ja, das war echt cool, hat echt Spaß gemacht, weil ich letztes Mal war ich ja beim Wolf, da hatten wir das Video zum Porsche gemacht. War richtig, richtig geil. Wolf als guter nochmal, Patrick auch nochmal, hat Spaß gemacht der Tag. Lukas natürlich auch im Flo. Ja, und dann hatten wir dieses kleine Soundvergleich noch gemacht, das Video, und das wollte ich heute jetzt einfach mal vorstellen. Es sollte eigentlich auch noch ein Video mit dem Wolfs M4 kommen, das hatten wir auch gemacht, aber irgendwie hat meine Speicherkarte den Geist abgegeben und ich musste mir jetzt eine neue holen, und deswegen war das Video eigentlich für die Tonne, hat mich voll geärgert, weil es war auch eine richtig geile Erfahrung. Wir haben auch richtig viel super gequatscht in dem Video über den M4 und zum Vergleich mit dem Porsche und dem E92 M3, der hatte Wolf ja auch gehabt. Ja, das holen wir auf jeden Fall nochmal nach, hatten wir schon gesagt, dass wir das machen. Ja, in dem Sinne, schaut euch das Video an hier mit dem Soundvergleich. Ich freue mich über ein Like und ein Abo auch. Ein Kommentar ist immer gern gesehen. Ich beantworte alles wie immer. Und in dem Sinne, schönes Wochenende oder schöne Woche, ob meine E-Mail ist, das Video schauen werdet. Und ich sag mal, bis die Tage, haut rein. Ciao. So Leute, jetzt zeige ich euch nochmal einen kleinen Soundcheck. Also wir sind jetzt quasi treffende Generation, E46 M3, E92 M3 und der neue BMW M4. Ne? Und der M4 hat die M-Performance-Anlage mit der Akrapovic Downpipes. Ich habe den Medium Mod und der Kollege hat jetzt den E46 M3, den Auspuff auch ein bisschen bearbeitet. Ja, alles klar, viel Spaß mit dem Soundvergleich. Mal winken, hallo sagen. Das sieht schon immer noch gut aus, die Form ist immer noch genial. Wir hatten eigentlich noch überlegt, einen E36 M3 zu holen, aber es hat ja nicht mehr geklappt. Und hier das neue Modell. Wa? Gut, Aufnahme läuft. Näher ran, oder? Ach so, jetzt nochmal so, ja, genau.